Jeder erwartet von uns, dass wir heute versagen, so Ronny Thielemann vor dem Spiel. Starkreden hört sich anders an, auch wenn er sicherlich nicht so ganz Unrecht hat. Der FCM in Rot mit 4 Veränderungen im Vergleich zum trostlosen 0:0 gegen Plauen. Dennis Wolf, 2. Minute, man sehe und staune, die erste Gelegenheit hat der FCM. Holstein-Trainer Thorsten Gutzeit, zu Hause ist Kiel eine Macht. 11 Siege, 1 Unentschieden, 38 Tore. 3 Minuten später wieder der FCM und so einige reiben sich so langsam die Augen. David Krieger rückt daran, kommt aber einen Schritt zu spät. Rund 300 Magdeburger Fans, sollten sie heute Zeugen eines Wunders werden? Holstein Kiel nach der Niederlage in Lübeck noch mehr unter Zugzwang. Jaroslav Lindner, der Ball noch leicht abgefälscht, die anschließende Ecke bleibt folgenlos. Ronny Thielemann. Im Spiel gegen Plauen hatte er Verbesserungen und Torchancen gesehen. Da war er so ziemlich der Einzige. Und heute, da gibt es tatsächlich Verbesserungen und sogar Torchancen. Vitteretti, der macht ein starkes Spiel. Christopher Wright, Morten Jensen, nicht ohne Mühe. Struktur, herausgespielte Torchancen, ausgerechnet heute zeigt der FCM, was so lange im Verborgenen lag. Schöne Aktion von Christopher Wright. Die nächste Szene, wieder Magdeburg, hier sichtlich überrascht. Marco Kurt, wunderschöner Pass, Dennis Wolf, Wolf zögert zu lange. Maskenmann Hermann bewahrt seine Mannschaft vor einem möglichen Rückstand. Erst 15 Saisontore stehen auf dem Magdeburger Konto. Auch Wolf fehlen hier Entschlossenheit und Konsequenz. Nach 27 Minuten dann der erste Wechsel bei den Gastgebern. Der angeschlagene Sikora muss runter, für ihn kommt Müller. Halbe Stunde vorbei, vom Tabellendritten weiter kaum was zu sehen. Im Gegenteil, Freistoß FCM, Dennis Wolf. Nicht brandgefährlich, aber das nächste kleine Ausrufezeichen. 0:0 zur Pause und nein, wir haben uns das nicht schön getrunken. Magdeburg ist klar besser. Ronny Thielemann hat die Mannschaft offenbar doch noch erreicht. Einigen Fans scheint das allerdings nicht so gut zu bekommen. Pausensport der unschönen Art, aber die Polizei hat alles schnell wieder im Griff. Weiter geht's mit Fußball. Freistoß Holstein Kiel. Lindner, 50. Minute, die erste wirklich gefährliche Aktion der Gastgeber. Das Ganze wäre allerdings auch abseits gewesen. Trotzdem, alles erwartet jetzt natürlich einen Sturmlauf. Inzwischen knapp 70 Minuten gespielt, der FCM nicht mehr so zielstrebig wie in der ersten Halbzeit. Aber man hat, wer hätte das gedacht, fast alles im Griff. Aber jetzt, unübersichtliche Situation im Strafraum. Marc Haider, Matthias Tischer schmeißt sich in den Ball. Und dann diese Körpersprache, wir sehen das gleich nochmal. Die Mannschaft, sie lebt doch. Tischer, einer der wenigen, der seine Leistung regelmäßig abruft. Hier muss er zum ersten Mal seine Klasse zeigen. Und das nach 70 Minuten. Erstaunlich. Der FCM in dieser Phase kaum noch mit Entlastung. So langsam lassen Kraft und Konzentration nach. Aber jetzt ist mal Platz da. David Krieger gegen Morten Jensen. Der riskiert alles und wird belohnt. Ronny Thielemann, noch eine Viertelstunde zittern. Zittern, auch weil die Kieler jetzt immer mehr Druck entwickeln. Wie hier. Dann Patrick Poggenberg und da ist es dann doch passiert, das 1:0, 75. Minute. Poggenberg läuft hinter dem Rücken der FCM-Abwehr ein und fackelt dann nicht lange. Eine Unaufmerksamkeit und die wird sofort bestraft. Matthias Tischer ohne Chance. Die Schlussphase. Der FCM wirft alles nach vorne und wird so natürlich anfällig für Konter. Marc Haider gegen Daniel Halke. Elfmeter. Halke trifft zwar auch den Ball, aber dieses Einsteigen, das ist dann doch zu rustikal. Entscheidung vertretbar. Rafael Kajior mit der Chance zum 2:0. Den letzten, den hat er verschossen und jetzt... Auch der findet nicht den Weg ins Tor. Im Gegenteil, Entscheidung vertagt. Kajior mit dem zweiten Fehlschuss in Folge vom Punkt.
Die letzten Sekunden noch einmal. Freistoß FCM, gelingt das Happy End. Es wäre verdient. David Krieger, nein. Am Ende steht ein unglückliches 0:1. Erik Butterbrot mit den Stimmen. Ronny Thielemann, wie frustrierend ist das, wenn man die vielleicht beste erste Halbzeit der Saison spielt und dann am Ende hier mit 0:1 verliert, weil man eben in der zweiten Halbzeit nicht an die Leistung anknüpfen kann? Ja, das hatten wir ja schon öfter in der Saison, dass wir einfach zu unkonstant spielen, nicht über 90 Minuten das abrufen, was wir teilweise in den einzelnen Halbzeiten erzielen können. Und da muss sich dann auch eigentlich jeder auch selbst hinterfragen, ob das dann der Anspruch ist, ja, dass wir uns in der Halbzeit sagen, heute ist Kiel dran, heute können wir hier was holen und kommen dann raus und können das dann nicht mehr umsetzen. 11 Spiele ohne Sieg, stehen Sie noch hinter dem Trainer, Ronny Thielemann? Wir haben ja gesagt, wir wollen langfristig und mittelfristig arbeiten. In diesem Jahr ist eine Phase, wo wir die Mannschaft formen wollen, wo wir auch testen wollen. Und das haben wir von Anfang an gesagt und das wird auch so sein. Ja. Ein klares Bekenntnis zum Trainer. Und auch wenn es sich nach einer Niederlage komisch anhören mag, vor allem auf die Leistung in der ersten Halbzeit, kann Magdeburg aufbauen.